In diesem Video meiner Coruscant-Reihe werde ich euch das galaktische Senatsgebäude etwas genauer vorstellen. Kurz noch eine Info in eigener Sache. Ich war vor ein paar Tagen beim lieben Phil vom Zocker mit Herz Podcast zu Gast und habe mich mit ihm ausschließlich und ausführlich über Star Wars unterhalten. Ich kann euch die Folge also nur empfehlen. Den Link dorthin und alles weitere dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Der galaktische Senat lag mitten im Zentrum des Regierungsviertels, welches ich euch als letztes näher gebracht hatte. Der Senat der Galaktischen Republik war Treffpunkt für zahlreiche Repräsentanten republikanischer Mitgliedswelten und gleichzeitig das Zentrum der politischen Macht der Galaxis. Er diente als Instrument zur Wahrung der politischen Interessen der einzelnen Systeme, indem auf demokratische Weise die beste Lösung für das Wohl der gesamten galaktischen Bevölkerung ermittelt wurde. Über hunderte von Jahren wuchs die Anzahl der Mitglieder immer weiter und es wurde hierdurch zunehmend schwerer, eine gemeinsame Lösung für die Beteiligten zu finden. Die Senatoren der einzelnen Systeme waren in der Regel wohlhabende Politiker und interessierten sich immer weniger für die eigentlichen Bedürfnisse und Interessen ihrer Völker. Diese Situation verschärfte sich zunehmend bis ca. 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Zu diesem Zeitpunkt war der Senat nur noch ein Ort der Korruption, Frustration und geheimer Absprachen vereinzelter Senatoren, die nur noch ihren eigenen Vorteil im Blick hatten, bis schließlich diese Unzufriedenheit in den Klonkriegen der Galaxis endete. Bis sich im Jahre 19 vor der Schlacht von Yavin und nach der Ausführung der Order 66, die zur Auslöschung des gesamten Jedi-Ordens führte, der oberste Kanzler Palpatine selbst zum Imperator des ersten galaktischen Imperiums ernannte. Der Senat bestand zwar weiterhin, wurde aber vom galaktischen Senat in den imperialen Senat umbenannt und diente nur noch einem Zweck, die Mitglieder über die neuesten Entscheidungen des Imperators zu informieren und um diese dann anschließend in die jeweiligen Systeme zu tragen und dort umzusetzen. Im Jahre 0, kurz vor der Schlacht von Yavin, löste der Imperator den galaktischen Senat dann schließlich auf und übertrug die Kontrolle der einzelnen Systeme an seine Moffs. Dieses gewaltige Gebäude ersetzte einen kleineren Sitzungssaal, der in den Gründertagen der Republik genutzt wurde. Dieser gewaltige Kuppelbau hatte einen Durchmesser von etwa 2 Kilometern. Im Inneren bot der Sitzungssaal Platz für die Plattformen von über 1000 Senatoren, die die Mitgliedswelten der Republik repräsentierten. Die Inneneinrichtung war auf Effizienz ausgerichtet und sollte schnelle Entscheidungen ermöglichen. De facto lud das verworrene Netzwerk privater Turbolifts und verborgener Gemächer jedoch auch zum Missbrauch ein und befeuerte so geheime Absprachen unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gebäude lag mitten im Herzen des Regierungsviertels. In den 10 Jahren nach der Krise auf Naboo hatte sich dieser Bereich jedoch enorm verändert. Neue Gebäude und Etagen beherbergten tausende zusätzliche Abteilungen und Ausschüsse, die zur Stärkung der Stabilität in der Republik eingerichtet wurden. Der Senat war zuständig für Gesetzesentwürfe, Regulierungen des Handels, Streitschlichtungen und Verhandlungsführung. Seine Entscheidungen wurden stark von Geschäftsinteressen wie denen der Handelsföderation beeinflusst. Im Zentrum des eigentlichen Senatssaals stand das 30 Meter hohe Podium des obersten Kanzlers, Symbol der Autorität wie auch der zunehmenden Angreifbarkeit. Das Podium selbst ließ sich im Büro des Kanzlers herabfahren, das sich direkt unter dem Sitzungssaal befand. Dort bereitete sich der jeweilige Kanzler und sein Stab auf die teils hitzig geführten Debatten vor. Die künstliche Atmosphäre und Beleuchtung des großen Saals wurden reguliert, um die innere Uhr der Senatoren zu beeinflussen. So sollten wichtige Debatten ohne Beeinträchtigung durch das Anbrechen der Nacht fortgeführt werden können. Die Senatsplattformen wurden durch den Senator manuell von ihrer Andockstelle gelöst. Wenn er das Wort erhielt, schwebte er auf das Podium des Kanzlers zu und ließ den Autopiloten die Position halten. Einige Senatoren glaubten, dass die automatischen Systeme gewisse Delegationen begünstigten, indem sie ihre Plattform schneller beförderten. Hinter jedem der 1000 Plattformen boten Büroräume auf einer Länge von fast 1 Kilometer Platz für hunderte Angestellte, die den Senator in seiner Arbeit unterstützten. Die meisten Büros sind gemäß der heimischen Kultur und den physischen Bedürfnissen des Senators gestaltet. Die an die Plattform angrenzenden Räumlichkeiten, darunter Konferenzräume und Bereiche zur Entspannung, waren allein ihm und den hohen Beratern vorbehalten. Dahinter befand sich ein öffentlicher Flur, auf dem Lobbyisten lauerten, und schließlich eine zweite Reihe von Büroräumen, wo der Großteil der Arbeit geleistet wurde. Und damit wären wir mit dem Galaktischen Senat auch schon durch. Ich hoffe, euch hat dieser Überblick über die bekannten Informationen gefallen.
Lasst mir wie immer gerne Feedback unter dem Video da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.